Die Ausgangslage war so, dass der arabische Frühling zusammengebrochen ist, weil die Regierungen, die autoritären Regierungen, die Namen ihrer Gegner erfahren haben durch Überwachungsmaßnahmen, sie verhaftet haben und damit ist die ganze Bewegung zusammengebrochen. Das war europäische Technik, die hier benutzt worden ist. Und wir reden über den Iran. Im Iran werden die Regimegegner zum Teil mit deutscher Technik, ich kann es genauer sagen, mit Siemens Nokia identifiziert, damit sie dann verhaftet und weiter schlimm behandelt werden. Das Europaparlament, das die EU-Kommission 6-mal gebeten hat, hier endlich tätig zu werden. Sie wissen, das Parlament kann nicht selbst Gesetze initiieren. Und endlich kam dann ein Entwurf und ich hatte durch geschicktes Verhandeln dann die Chance, als verantwortlicher Berichterstatter im gesamten Parlament für diesen Bericht zuständig zu sein. Der Entwurf der Kommission war nicht schlecht, aber Sie können sich vorstellen, das war ein Geschäftsmodell der Wirtschaft bis dahin. In dieser Branche werden jedes Jahr 60 bis 80 Milliarden Euro umgesetzt. Etwa ein Zehntel davon geht in den Export. Sie können sich vorstellen, die Vertreter der Firmen standen bei den Abgeordneten Schlange. Das Ende davon war, dass die Europäische Volkspartei, bei uns die CDU-CSU, angefangen und alle Gruppierungen rechts, um zum Teil auch die ALDE, bei uns die FDP, versucht haben, diese Regulierung zu durchlöchern. Das heißt, ähnliche Schlupflöcher einzubauen, wie wir es bei der Waffenexportgesetzgebung haben. Eines von vielen Schlupflöchern ist, dass man halt die Waffen nicht direkt in das Krisengebiet verkauft, sondern zuerst nach Südafrika und von dort aus weiterverkauft. Wir haben versucht, sowas zu schließen und dann war es also wirklich lange Marathon an Verhandlungen, an Brückenbauen, an Diplomatie, dass ich diese Fraktionen dazu gebracht habe, all diese Schlupflöcher zu schließen. Ich hatte am Schluss über 90% Zustimmung, sowohl im Ausschuss als auch in der Vollversammlung des Parlaments. Wir müssen alle zusammenarbeiten und ich hoffe, dass ich auch mit der Person auf Platz 2 und 3 jemand Qualifizierten bekomme, der sich in der EU auskennt, mit dem ich dann intensiv zusammenarbeiten kann. Ich möchte, dass die ÖDP-Handschrift in Europa klar erkennbar ist. Ich war persönliche Referentin des Bundesgesundheitsministers. Aber Sie können mir glauben, das war ich nicht lang. Denn die neoliberale Politik stieß mich richtig ab. Dafür weiß ich jetzt umso mehr, was wir in Europa brauchen. Wir brauchen mehr Umweltschutz, mehr Tierschutz, mehr Verbraucherschutz und bestimmt kein stetiges, blindes Wirtschaftswachstum. Was möchte ich nur in Europa erreichen? Was möchte ich in Europa erreichen? Und hier spreche ich insbesondere auch als Mutter. Sonst schließlich würde ich noch einen Entschließungsantrag zu Elektroschrott machen. Das finde ich ganz wichtig. Frankreich hat es vorgemacht. Wir brauchen keine Verschleißteile. Und das sollten wir für ganz Europa haben. Dann Plastikstrategie der EU. Ich würde die EU direkt fragen, die Kommission, weil jeder Abgeordnete hat eine Fragemöglichkeit an die Kommission. Warum haben wir in Waschmaschinen keine Filter eingebaut, die schon mal als allererstes die ganzen Plastikpartikel einfangen? Das ist durchaus möglich und es wäre kein großer Aufwand. Als frisch gebackene Mutter habe ich, sobald ich ein Babyprodukt gesehen habe, wo drauf stand, laut EU-Verordnung, das habe ich sofort weggelegt, denn ich wusste, die Grenzwerte können nicht streng genug sein. Warum wusste ich das? Ich habe selber an Gesetzen mitgearbeitet. Aber nicht nur ich soll das wissen, sondern auch der Verbraucher soll in die Lage versetzt zu werden, zu wissen, was er kauft. Stichpunkt: flüssiger Kunststoff in Duschgels oder Plastikartikel in Duschgels. Der Verbraucher soll mit einem Blick erkennen, was da drin ist, dass er mit dem Produkt seine Gesundheit schädigt, aber auch unsere Umwelt. Ich bin überzeugte Europäerin. Wir haben nur diesen einen Planeten.
Diesen einen Planeten gilt es gut zu erhalten. Wir sind im ganz engen Kontakt mit Klaus. Wir haben die gleichen Ansichten zu eigentlich allen Themen. Und deswegen würde ich die sofort dort ansetzen, wo er aufgehört hat, ohne Zeitverzögerung. Daher bitte ich um Ihr Vertrauen und um Ihre Unterstützung. Haben Sie vielen Dank. Ich möchte mich um diese Flüchtlinge, die übers Mittelmeer kommen, dafür möchte ich mich einsetzen. Ich möchte, dass dort Menschenleben gerettet werden. Das ist das Allererste. Dafür sollte die EU Schiffe bereitstellen, dass die EU es zulässt, dass im Mittelmeer regelmäßig, täglich, wöchentlich Menschen sterben. Das ist die größte Sauerei, was ich zurzeit sehe. Wo sind denn die Probleme in unserer Gesellschaft? Es gibt keine Flüchtlingskrise, sondern eine Gerechtigkeitskrise. Ich bin seit 20 Jahren Mitglied 1.3.1998 eingetreten. Seitdem bin ich aktiv auf allen Ebenen der Partei tätig. Ich wurde 2005 zum Stadtrat gewählt in Memmingen. Wir waren damals zu zweit, bei der nächsten Mal dort waren wir zu viert, mittlerweile sind es fünf. Ich selber bin bis 2014 im Stadtrat gewesen. 2013 bin ich in den Bezirkstag von Schwaben gewählt worden, um die ÖDP dort zu vertreten. Ich bin jetzt in dieser Wahl 2018 wiedergewählt worden, habe mein Mandat verteidigt, mein persönliches Ergebnis um 10% gesteigert. Im Wahlkreis 712, wo ich angetreten bin, habe ich 4,1% geholt, was doppelt so viel war als in ganz Schwaben. Deswegen sage ich, ich bin ÖDP pur. Und das brauchen wir in Europa. Ich möchte ein Europa der Gerechtigkeit, das eine Wertegemeinschaft darstellt. Eine Politik des Gemeinwohls ist für mich das Oberste. Wir müssen dem Bürger, der auf der Suche ist, zeigen, dass es eine Partei gibt, die für sie einsteht und nicht Lobbyinteressen vertritt. Global gesehen sind, denke ich, Klimaschutz und Frieden die wichtigsten Themen. Aber wir sind nicht bei Wünsch dir was und wir beginnen jetzt, es wurde ja auch vorher schon gesagt, in der EU die neue Förderperiode der gemeinsamen Agrarpolitik, wo ich mich mit auskenne. Und das wäre natürlich auch eins der ersten Themen, das erste Thema, was ich anpacken würde und wo wir eine ökologische Wende brauchen. Als vor ein paar Jahren der damalige Kommissar Czolosz von einem Greening in der Agrarpolitik sprach, mir ging das nicht weit genug, aber es war natürlich, waren da Schritte in die richtige Richtung, da ist das von den Nationalstaaten systematisch kaputt gemacht worden und ich denke, da müssen wir auf europäischer Ebene dagegenhalten, das wäre mir ganz besonders wichtig. Das Schöne ist ja aber, dass man als EU-Abgeordneter nicht wie so eine Monade in so einer Blase lebt, man hat Mitarbeiter. Und die Mitarbeiter sind dazu da, sich mit solchen Fragen auch auszukennen und sich mit den Mitarbeitern klug zu schwätzen und gemeinsam Politik zu gestalten.